Der Sender Nickelodeon hat ein gruseliges und dunkles Geheimnis. Ein Geheimnis, das so düster ist, dass es wahrscheinlich immer in Vergessenheit geraten sollte, wenn es nach Nickelodeon geht. Ein Geheimnis, das sie wahrscheinlich nie zugeben werden, wenn es denn wahr ist. Wir wollen heute einmal über die Kontroverse rund um Dan Schneider sprechen. Eine Person, die für Nickelodeon die bekanntesten Kinderserien überhaupt erschaffen hat und die allerdings so sehr in einem Skandal vielleicht verwickelt ist, dass man darüber einmal sprechen sollte. Ein Skandal, der bis heute nicht mit Beweisen festgesetzt werden konnte, nur um das einmal gleich zu Beginn zu sagen. Aber fangen wir von vorne an. Was ist Nickelodeon? Ich denke, die meisten von euch werden es wissen. Nickelodeon ist ein Fernsehsender, der bekannt dafür ist, dass die unterschiedlichsten wirklich erfolgreichen Kinderserien dort produziert wurden. Unter anderem so zum Beispiel auch viele bekannte Serien, wie zum Beispiel Victorious, Drake & Josh oder auch beispielsweise Zoey 101 und iCarly. Dies sind Sendungen, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen werden, beziehungsweise es gibt auch noch nachträgliche Sendungen, die vielleicht jüngeren Leuten eher geläufig sind. Und all diese bekannten Serien, die ich gerade genannt hatte, wurden von ein und demselben Mann erschaffen. Ein und derselbe Mann ist der Creator dieser Geschichten und das ist jemand namens Dan Schneider. Er war früher ein extrem angesehener Serienmacher. Er war so angesehen, weil er eben extrem erfolgreich war. Jede Sendung, die er machte damals, schien ein großer Erfolg zu werden. Ich meine, iCarly war zum Beispiel eine unfassbare Sensation bei Nickelodeon mit vielen, vielen Fans auf der ganzen Welt. Und grundsätzlich klingt das Ganze bis jetzt noch nicht schlimm und nichts, was irgendwie seltsam ist oder ein Skandal würdig wäre. Doch schon damals kam es dazu, dass unterschiedlichsten Leuten seltsame Dinge aufgefallen sind. Ein großes Thema, was diesen ganzen Stein ins Rollen gebracht hatte, war das Thema der Füße. Immer und immer wieder wurde eben erwähnt, dass es eine seltsame Fixierung in diesen Kinderserien auf Füßen gibt. In jeder Serie oder in fast jeder Serie, die Dan Schneider gemacht hatte, kam es vermehrt zu Szenen, wo eben junge Darstellerinnen vor allem ihre Füße in die Kamera gehalten haben. Teilweise so zum Beispiel bei iCarly, wo sie eben die Füße in die Kamera hielten und dann sich Gesichter oder so auf die Zehen malten. Oder auch zum Beispiel bei einer anderen Serie, wo zum Beispiel bei Victorious Ketchup über Füße verteilt wurde und diese Füße eben prominent im Mittelpunkt des Bildes standen. Dies waren Vorfälle, wo eben Füße klar gezeigt wurden. Etwas, was man vielleicht als Gag für Kinder verstehen könnte, aber etwas, was auch einen seltsamen negativen Beigeschmack hat, wenn man bedenkt, dass es immer wieder Gerüchte gibt, dass Dan Schneider, der Macher, eben einen Fetisch für Füße gehabt hatte. Dass er also quasi sich von Füßen angezogen gefühlt hatte und deswegen seine minderjährigen Schauspielerinnen vor allem dazu brachte, ihre Füße in der Serie zu zeigen. Er hat die Folgen mitgeschrieben, er konnte das also, wenn es nach ihm gegangen wäre, so entscheiden. Wie gesagt, das hier sind jetzt Mutmaßungen, das ist nichts, was in irgendeiner Art und Weise bewiesen werden konnte. Doch viele Leute, so zum Beispiel der Schauspieler, der Gibby damals in iCarly gespielt hatte, hat zugegeben, dass das Ganze relativ offensichtlich ist, dass diese Fixierung auf Füße, dieser Fußfetisch scheinbar da ist. Auf jeden Fall gehen wir hier noch ein Stück weiter. Denn dies ist die eine Sache. Dies hat dazu geführt, dass man eben bemerkte, dass vielleicht bei Dan Schneider irgendetwas nicht ganz normal ist. Doch dazu kommt noch seltsames Verhalten, das er gegenüber seinen Mitgliedern seiner Crew gemacht hat. Nicht die Leute, die jetzt hinten bei der Show gearbeitet haben, sondern wirklich die Darsteller der Sendung. So kam es vermehrt dazu, dass zum Beispiel Videos aufgetaucht sind, wie er Darstellern auf die Wange küsst, wie er sich von hinten anschleicht und ihnen zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise Rückenmassagen auf einmal gibt, die definitiv nicht so angebracht gewesen sind. Es gab so zum Beispiel auch die Aussage von Jeanette McCurdy, die Schauspielerin, die Sam in iCarly gespielt hatte. Sie sagte in ihrem eigenen Buch, in ihrer eigenen Biografie aus, dass der Macher einer Sendung oder der Sendung, wo sie gewesen ist, Dan Schneider, sie hat nie den Namen gesagt, sondern nur der Creator, dass diese Person sie dazu getrieben haben soll, Alkohol zu trinken und eben auch dazu gebracht hatte, dass immer wieder er kam und ihr Rückenmassagen oder Schultermassagen gegeben hat. Er soll auch mehrfach selbst gefragt haben, ob irgendwelche seiner Darsteller oder Darstellerin ihn vielleicht massieren könnten. Ein Verhalten, was nicht angebracht ist, wenn man eben mit minderjährigen Kindern zusammenarbeitet. Etwas, was er jetzt nicht tun sollte.
Und es kommt noch mehr dazu. Denn nicht nur das ist damals vorgefallen, sondern es gibt auch Gerüchte, dass das Auswahlverfahren für neue Schauspielerinnen seiner Serie mehr als fragwürdig gewesen ist. Ein Junge sagte so zum Beispiel auf Reddit aus, mittlerweile ist sein Account gelöscht gewesen und der Kommentar wurde auch gelöscht, und dieser Junge sagte eben aus, dass er im Hintergrund bei einer Serie von Dan Schneider gearbeitet hatte und Dan Schneider zu ihm gekommen ist und ihn fragte, ob er kitzlig gewesen wäre. Nachdem er gesagt hatte, er wäre nicht kitzlig, forderte Dan Schneider ihn zu einer Art Test heraus, eine Herausforderung, und sagte, er wettet, dass er ihn doch irgendwie kitzeln könnte. Daraufhin sagte der Junge, dass er bei dieser Wette mitmachen würde, doch anstelle, dass Dan Schneider ihn irgendwie versuchte, unter den Arm zu kitzeln oder so, ging er zusammen mit diesem Jungen in sein Büro, nach Aussage dieses Reddit-Users, und fing dort an, seine Füße zu massieren, ihm dabei Komplimente zu machen und ihm am Ende $100 dafür zu geben. Dies ist eben das, was mehr als merkwürdig ist. Wie gesagt, ein Reddit-Nutzer hat das geschrieben, dies ist kein klarer Beweis, dies ist eine Aussage von einer anonymen Person, der mittlerweile sogar seinen Account gelöscht hatte. Doch es ist eben eine von vielen Aussagen, die in diesem ganzen Thema mit drinne zusammenhängt. Und wir sind auch jetzt noch nicht am Ende der seltsamen Vorkommnisse. Denn andere Castings, die er gemacht hatte, wurden, so sagten das manche Leute ebenfalls wieder anonym aus, scheinbar so durchgeführt, dass meistens nur junge Frauen gecastet wurden, die sich eben in Bikinis zeigten bzw. am Pool zeigten. Es wurde damals angeblich sogar unterschiedlichsten jungen Frauen gesagt, sie sollen im Pool sich aufhalten bei diesem Casting, weil sie dort die höchste Chance haben, entdeckt zu werden, weil scheinbar Dan Schneider und Kollegen von ihm nur dort nach neuen Talenten gucken oder vor allem dort interessiert zugucken, weil sie eben nur auf die Optik achten und das eben bei minderjährigen Kindern. Erneut etwas, was auf keinen Fall so stattfinden sollte, erneut etwas, was mehr als fragwürdig ist. Doch, ihr merkt es, ich bin immer noch nicht am Ende der Dinge, die ich noch sagen kann. Denn es gab so auch eins der seltsamsten Gerüchte überhaupt. Und zwar geht es dabei um eben die Schauspielerin von Zoey 101, Jamie Lynn Spears, die Hauptdarstellerin. Es gibt das Gerücht, das sich bis heute krampfhaft hält, dass angeblich der Vater von Jamie Lynn Spears Kind, das sie damals mit 17 Jahren gekriegt hat, in Wahrheit Dan Schneider gewesen ist. Es gab so eine Person im Internet, die schon bevor der Bekanntgabe der Schwangerschaft über eben Jamie Lynn Spears und ihre Schwangerschaft geschrieben hatte. Und diese Person hat eben geschrieben, dass eine Person aus dem Team, aus dem Macherteam der Sendung, das Ganze getan hatte. Und deswegen vermuten viele Leute, dass dies eine Aussage ist, die mit Dan Schneider zusammenhängt, dass Dan Schneider also quasi der Vater von der damals noch minderjährigen Jamie Lynn Spears Tochter ist. Doch jetzt einmal diese Sachen so erwähnt. Es gab diese unterschiedlichsten Vorfälle. Viele Leute, die eben sagten, dass es zu absolut unangebrachten Vorfällen bei Castings gab und angeblich unangebrachtes Verhalten bei der Show an sich, bei seinen Darstellern, die er damals hatte, unter anderem ja eben auch die Vorwürfe von Jeanette McCurdy, die in ihrem Buch das Ganze sogar aufgeschrieben hatte. Diese ganzen Sachen sind extrem belastend und das ganze Thema wurde jetzt zu einer wirklich großen Sache, nachdem Dan Schneider und Nickelodeon ihre Zusammenarbeit im Jahr 2018 überraschend beendet hatten. Vorher, all die Jahre, war Dan Schneider immer einer der wichtigsten Leute bei Nickelodeon, wenn es um neue Kinderserien ging, weil er eben ein Erfolgsgarant gewesen ist. Und 2018 kam es dann eben plötzlich in der Öffentlichkeit dazu, dass bekannt gegeben wurde, dass Dan Schneider sich trennt von Nickelodeon oder Nickelodeon sich von Dan Schneider trennt. Und dadurch kamen eben die Leute hervor, die all diese unterschiedlichsten Dinge hervorgegraben haben und gezeigt haben, dass dies vielleicht der Grund ist, dass diese Kontroverse oder ein neuer Skandal, der noch gar nicht bekannt ist, eventuell für diese Trennung von Nickelodeon und Dan Schneider geführt hatte. Denn natürlich würde kein Fernsehsender jemanden halten wollen, der irgendwie bewiesenermaßen so einen Skandal begangen hatte. Nach dieser Trennung kam es also dazu, dass im Internet sehr stark darüber spekuliert wurde, ob all die Dinge tatsächlich wahr sind. Und das ist das, was man sich auch tatsächlich fragen muss. Haben wir klare Beweise, dass all diese Dinge irgendwie passiert sind? Und die Antwort hierauf ist nein, nicht wirklich. Zunächst einmal muss ich sagen, dass man dieses Thema unbedingt ernst nehmen sollte und man sollte eben auch gerade, weil in Hollywood sowas häufiger passiert, das Ganze nachforschen, das Ganze genauer kontrollieren. Das Problem bei der Sache ist, dass die meisten Aussagen über Dan Schneider, über diese Dinge, von anonymen Leuten getätigt wurden.
Keine berühmten Personen, keine wichtigen Personen, die eben Autorität hätten, kamen hervor und sagten öffentlich, Dan Schneider hat dies oder das getan. Alle Aussagen stammen immer von anonymen Leuten. Und anonyme Leute sind leider keine Quellen, die man zu 100% glauben kann, sondern anonyme Quellen sind eben ein bisschen problematisch da zu sehen, weil jeder könnte sich theoretisch ein Reddit-Profil machen und sich dort eine Geschichte ausdenken. Da wird niemand wirklich für aufgehalten. Anders sieht es dann natürlich bei den Aussagen von Jeanette McCurdy aus, wo man schon länger weiß, dass sie starke Probleme mit Dan Schneider gehabt hatte. Und eben die Videos, die im Internet so herumkursieren, beweisen, dass Dan Schneider scheinbar auch körperlichen Kontakt zu seinen minderjährigen Leuten, zu seinen minderjährigen Darstellern gesucht hatte oder zumindest es manchmal gemacht hat. Und gleichermaßen ist eben eindeutig in den Serien zu sehen, dass es einen sehr großen Fokus auf Füße gibt. Doch, wie gesagt, bei diesem Fußfokus muss man sagen, ja, es ist komisch, wenn man als Erwachsener diese Sachen so fokussiert oder sich wünscht, dass davon mehr und mehr in den Sendungen zu sehen ist. Andererseits ist das eventuell genauso wie Fäkalhumor, den Kinder einfach lustig finden. Ich kann mich nicht mehr zurück in mein Ich versetzen von vor 12, 13 Jahren, der sich damals diese Serien angeguckt hatte, doch vielleicht fand ich damals eben diese Fußwitze lustig. Vielleicht finden Kinder heutzutage das auch noch lustig und deswegen wurden diese ganzen Witze eingebaut. Das ist nicht wirklich eine Sache, wo man ihm einen Strick draus drehen könnte. Und das ist eben die Sache, ich kann euch keine klaren Beweise geben, ich kann euch keine Tonmitschnitte oder sonst etwas bieten, die beweisen würden, dass diese Vorwürfe stimmen. Es könnte sein, dass Nickelodeon sich genau aufgrund dieser Kontroverse von Dan Schneider getrennt hat. Aber es gibt auch andere Gründe, die man hier definitiv erwähnen müsste. So gibt es zum Beispiel Probleme in der Zusammenarbeit zwischen Nickelodeon und Dan Schneider. Das Studio, welches Dan Schneider immer für sich selbst gehabt hatte, musste er neuerdings teilen, was ihm eindeutig nicht gefallen hatte. Eine seiner Sendungen durfte er nicht zu Ende bringen, weil die Quoten zu schlecht gewesen sind. Und allgemein waren seine neuen Serien nicht ansatzweise so erfolgreich wie seine alten Serien, die ihm so viel Ruhm und Erfolg gebracht hatten. Es könnte also einfach sein, dass Dan Schneider mittlerweile aus der Zeit gefallen war, dass seine Serien, seine Kinderserien, die er kreiert hatte, nicht mehr toll genug waren, nicht mehr besonders genug waren und man sich deswegen entschied, die Zusammenarbeit zu beenden, weil Nickelodeon neue Leute, neue kreative Köpfe brauchte. Auch das ist durchaus denkbar und auch das ist höchstwahrscheinlich die erste logische Antwort, die Nickelodeon geben würde, wenn man sie fragen würde. Es sei denn, man sagt natürlich, dass es kreative Unterschiede oder sonst etwas gab. Das ganze Thema ist relativ verzwickt und ich kann euch keine klare Antwort bieten, was hier passiert ist. Ich kann nicht sagen, ob die Vorwürfe stimmen oder ob sie nicht stimmen. Ich verlinke euch einmal in der Videobeschreibung ein anderes Video von Blame It on Jorge, der ein wirklich sehr interessantes und noch ein bisschen ausführlicheres Video zu dem Thema gemacht hatte und vielleicht gibt es in Zukunft ja irgendwelche Aussagen, irgendwelche Mitschnitte oder sonst etwas, die das Ganze bestätigen würden. Wenn ihr noch etwas wisst, was ich vergessen habe, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.